Das ist krass. Aber wir haben eine neue Maske und zwar Irvin. Sehr geil. Hallo und willkommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Tattoo. Verstehe, haben Sie an etwas Spezielles gedacht? Ich habe ein Herz gedacht, hier auf der Schulter. Alles klar, mal sehen. Okay, wie wäre es nächsten Freitag? Ist 14 Uhr okay? Freitag? Wie meinen Sie das? Jetzt gleich geht's nicht. Es muss heute sein. Heute ist ein spezieller Tag. Ich habe was zu feiern. Sorry, Meister. Ist nicht drin. Wir sind heute ausgebucht. Oh, tatsächlich? Was für ein Laden ist das denn hier? Du hast gerade deinen Kunden verloren und russisches... Ey, ich habe den sogar perfekt nachgemacht, weil das ist sogar ein Russe. Wir sind Mann. Aber es sieht für mich auch aus wie ein Russe. Also, haben den schon ganz gut getroffen. So, und warum ist das jetzt ein besonderer Tag für den? Ich möchte unseren nächsten Showgast willkommen heißen. Man kennt ihn zum Beispiel aus den von Kritikern in den höchsten Tönen gelobten Film Blauer Ozean, die Stille und nannte Bäume. Hier ist Martin Brown. Hallo Martin, wie geht's? Alles bestens. In Ihrem neuesten Film betreten Sie gewissermaßen Neuland. Das hat viel überrascht und manche meinen, mit Ihrer Karriere sei es vorbei. Was sagen Sie dazu? Meine Karriere? Vorbei? Wie meinen Sie das? Naja, manche Leute sagen, Midnight Animal sei bloß weiterer Slasher-Müll. Das sehe ich ein wenig anders. Ich wollte den Film schon seit geraumer Zeit machen. Kinder töten, sie strangulieren, Schädel zu Brei schlagen, Augen rausreißen, sie einfach in Todesangst schreien hören. Nun komme ich endlich dazu. Okay. Schauen Sie mich nicht so an. Wie bitte? Verstehe, das ist ein Traum, richtig? Was meinen Sie hier? Na, das alles ist bloß ein Traum, richtig? Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Okay, halt mal. Okay, was ist auf jeden Fall auf Alter? Sie denken, das ist ein Traum? Vielleicht wäre es dann Zeit aufzuwachen. Wer sind Sie? Ja, ich bin jedenfalls nicht der, der hier interviewt wird. Ich bin hier wohl eher der, der Fragen stellt. Dieser Film, den Sie drehen, wie endet der eigentlich? Am Ende gibt es eine überraschende Wendung, wird Ihnen vermutlich weniger gefallen. Und allen anderen wohl auch nicht. Vielleicht sollten sie die Vorstellung verlassen, bevor es zu spät ist. Nein, eher nicht. Andere Leute sei zuzufügen, macht ihnen großen Spaß, nicht wahr? Ist doch bloß ein Film. Bloß ein Film, ja? Tja, so kann man es auch sehen. Alter, was ist los? Okay, das ist eine Frau? Die wegrennt auf einmal. Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung. Don't ask me. Wir kriegen einen Anruf. Oh shit, ah ne, gar nicht. Bei uns wird angeklopft. Sieht aus, als wäre die Polizei hier. Das Mädchen hat dich wohl verpfiffen. Folge ihnen besser ohne Widerrede. Sie werden dich zu ihnen bringen. Das willst du doch, oder? Klick. Okay. Kein Schritt weiter. Wir meinen, nehmen sie hiermit fest. Sie werden jetzt mit uns kommen. Wir bringen sie aufs Revier. Verstehen Sie, was ich sage? Oh my God. Fourth Scene, Final Cut. Wir wissen, was du im Schilde führst und dafür wirst du bezahlen. Das Mädchen ist oben und legt soeben ein volles Geständnis ab. In Kürze werden sie runterkommen und sich dann dir widmen. Bis dahin wirst du mit mir vorlieb sein. Ich würde dich ja gerne fragen, warum du getan hast, was du getan hast, aber du weißt ja nicht mal, wer du bist, oder? Sieh dich bloß an, du bist im Arsch. Völlig im Arsch, krank im Kopf. Stimmt's? Warum würde einer sonst so eine Maske tragen und Kinder umbringen? Das Telefon. Es klingelt. Gehen Sie doch mal ran. Ich sag's nochmal, das ist kein Telefon. Ich sehe kein Telefon und höre auch keins, kapiert? Das gibt's bloß in deinem Kopf, verstehst du? Du bist verrückt, geisteskrank. Und schon bald wirst du für deine Verbrechen bezahlen. Das Telefon. Wollen Sie nicht mal rangehen? Mit dir zu reden bringt 0, nichts. Tock, tock, tock. Alter, jetzt
Du weißt, was zu tun ist. Es sieht nicht mal her, als ob er möchte, dass du ihn umbringst. Alter, what the fuck? Kann ich hier rein? Schade. Okay. Und jetzt bin ich auf einmal in einer Polizeistation, in der ich alle umbringen muss, oder was? Das ist schon krass. Okay, habe ich die schon mal umgebracht? Ah, shit. Von da. Okay. Okay, die sind weg. Da. Obwohl, das Level erinnert mich an ein Level, was ich vorher schon mal gespielt habe. Scheiße. Und zwar in Hotline Miami 1. Aber da, ja. Da war es ein bisschen anders, aber das erinnert mich gerade sehr an dieses Level. Ah, shit. Okay. Aber gut, ist wahrscheinlich nur Zufall. Denke ich. Vielleicht. Ohne Scheiß, das habe ich doch gerade geschafft. Wie kann das dann jetzt auf einmal nicht mehr so sein? Vielleicht sollte ich irgendwie darum gehen und dann... Vielleicht ist das hier gerade besser. Ja, so habe ich es gemacht. Okay, da kommt gerade noch einer mit einem Schlagstock. So, der ist nicht mehr im Leben. Ja. Und der ist auch tot. Kick ich. Alter Schwede, wie soll ich das denn machen alles? Das frage ich mich gerade. Wie soll ich das machen? Okay. So. Auf geht's. Auf was Neues. Oh, da habe ich jemanden getötet. Na komm. Doch näher, meine Freunde. Kommt näher und tretet ein. In die wunderbare Welt von Shotgun Tod. Ist das ein guter Name? Ja, das ist ein guter Name. Oh, shit. Shotgun Tod ist ein cooler Film. Pff. Shotgun Tod, ja. Ah, shit, den habe ich leider nicht mehr bekommen. Okay, komm. Wow, okay, das war knapp. Das war richtig knapp. Ich glaube aber ich... Nein! Scheiße! Ein kleiner Fehler. Damn it. Scheiße. Ohne Scheiß. Da habe ich einmal nicht aufgepasst. Und schon passiert mir sowas. Das ist doch echt lächerlich. Das ist doch echt lächerlich. Okay, da habe ich mal eben drei Leute auf einen Streich getötet. Nein! Okay. Okay. Fuck! Und da... Oh, okay. So. Komm her.
Shit. Da habe ich wohl ein bisschen zu viel gesneakpeakt. So, zack. So, zack. So. Dann sollte ich jetzt das hier nehmen und warten, dass die hier rauskommen eigentlich. Aber da ich das wahrscheinlich nicht machen kann, genau. Muss ich warten, dass sie hier in durchgehen. Ja, super. Und die machen natürlich die Tür zu. Super, das wollte ich auf jeden Fall haben. Dass sie die Tür zu machen. Egal. Okay, wo sind die nächsten Typen? Also ohne Scheiß, ich finde ja Shotgun immer noch am geilsten, weißt du? Die macht nämlich übelst viel Schaden. Diese Leute sind sofort tot. Ich muss dir einfach sagen... Fuck! Das gibt's doch nicht. Shit, okay, da habe ich den falschen Weg genommen. Oh. So, nochmal. Sneak peeken. Zack, zack. 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 Jetzt renne ich da durch wie ein Pro. So. Mach den noch eben. Bam, zack. Dann mache ich so. Fuck. Wow, okay. Ich habe jetzt gedacht, der hat mich getroffen, aber hat er anscheinend noch nicht. Fuck, okay. Ja, aber ihr wisst ja hoffentlich, dass Hotline Miami sehr schwer ist und deswegen kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen abscheiße und vielleicht auch, verreck doch. Und natürlich drehen die sich um und töten mich direkt. Ich denke, ich werde erstmal eine Pause einlegen, weil das wird mir gerade hier ein bisschen zu viel. Ich habe erstmal genug aufgenommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut morgen wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Play Hotline Miami 2. Tschüss!